Digitalisierung ist der zentrale Treiber unserer globalen Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Gerade jetzt, in Zeiten von Covid-19, wird uns die Bedeutung stabiler, leistungsfähiger und sicherer digitaler Infrastrukturen noch bewusster. Wir arbeiten aus dem Homeoffice, kommunizieren in Videochats und streamen in unserer Freizeit Filme und Serien. Am DKIX, dem zentralen europäischen Internetaustauschknoten in Frankfurt, führte dies zuletzt zu einem Rekord von 10 Terabit Daten pro Sekunde. Das entspricht 2,2 Millionen Videos in HD-Qualität pro Sekunde oder einer Datenmenge von rund 2,2 Milliarden beschriebenen DIN A4-Seiten. Digitale Technologien sind essentiell, um CO2-Emissionen in Handlungsfeldern wie der fertigen Industrie, der Energiewirtschaft oder auch der Landwirtschaft zu reduzieren. Kurzum, ohne eine digitale Transformation wird eine grüne Transformation in diesen Sektoren nicht gelingen. Eine leistungsfähige Infrastruktur und moderne Rechenzentren sind das Rückgrat der Digitalisierung. Doch klar ist, auch die Digitalisierung selbst benötigt Energie. Dabei geht sie mit gutem Beispiel voran. Europäische Rechenzentren zählen zu den energieeffizientesten weltweit. Auch die CO2-Emissionen europäischer Rechenzentren entwickeln sich seit 2015 in ganz Europa rückläufig. Heute gibt es 12-mal weniger Energieverbrauch in Rechenzentren im Vergleich zum Jahr 2010. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind somit selbst ein wirtschaftliches Ziel der Digitalisierung. Der nordrhein-westfälische Stromversorger Westfalenwind treibt diesen Ansatz quasi auf die Spitze und baut Rechenzentren direkt dorthin, wo grüner Strom produziert wird und die notwendige Infrastruktur bereits vorhanden ist, direkt in moderne Windkraftanlagen. Die Innovation mit einem enormen Zukunftspotenzial hat seit 2018 inmitten des Windparks Asseln Gestalt angenommen. Als weltweit erste Firma hat Westfalenwind hier mit dem Projekt Windcores ein Rechenzentrum in einem Windrad realisiert. Wir haben keine Übertragungsverluste, wir haben günstige Kühlmöglichkeiten im Windkraftturm, in einer kühlen Umgebung im Windpark. Wir haben Glasfaseranschluss, quasi die komplette Infrastruktur, und wir können hier Georedundanz schaffen, indem wir die ganze Hardware auf verschiedene Windkraftanlagen verteilen. Erste kleinere Mieter sind schon eingezogen. Als erster größerer Kunde wird in Kürze der Streaming-Anbieter Zattoo seine Hardware hier aufstellen. Das Beispiel Windcores zeigt, wie viel Energieeffizienzpotenzial sich aus technologischen Innovationen für Betreiber von Rechenzentren und anderen digitalen Infrastrukturen künftig noch ergeben könnten. Um die digitalen Nachhaltigkeitspotenziale auszunutzen, müssen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eng zusammenarbeiten. Wir müssen gemeinsam innovative Lösungen finden, um a) die digitalen Infrastrukturen selber nachhaltiger zu machen, b) aber auch die Potenziale, die wir in Wirtschaft und Gesellschaft haben, voll zu nutzen. Und allein das Beispiel, dass wir diese Aufnahmen heute bei mir zu Hause machen, zeigt schon, wohin die Reise geht. Ich bin aktuell 4 Tage im Homeoffice, spare damit sehr viel an CO2-Emissionen, wie viele andere auch. Darüber hinaus sind digitale Infrastrukturen aber auch essentiell für zukünftig noch nachhaltigere Arbeitsprozesse und Industrieprozesse. Und zu guter Letzt, je mehr erneuerbare Energien wir in Deutschland haben, umso nachhaltiger können wir unsere digitalen Infrastrukturen betreiben. Eine weitere vielversprechende Vision künftiger energieeffizienter Rechenzentren ist der Green IT Cube, der 2016 nach einjähriger Bauzeit in Darmstadt eröffnet wurde. Eines der größten Stapelregale der Welt steht jetzt im GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung. Der Green IT Cube wird dort Rechen- und Speicherkapazität für die zukünftige internationale Beschleunigeranlage FAIR bereitstellen. Wir brauchen hocheffiziente digitale Infrastrukturen, weil das ein sehr großer Wachstumsmarkt ist. Die Verfügbarkeit von Computerinfrastruktur, IT-Infrastruktur, sowohl in der Industrie als auch im Privatleben, ist von sehr großer Bedeutung und ist ein Garant für unser ökonomisches Wachstum.
Ein steigender Bedarf an IT-Infrastruktur bedeutet einen steigenden Energiebedarf. Wenn man jetzt Rechenzentren energieeffizienter macht, kann man das eindämmen und damit ist die ganze Sache natürlich wesentlich effizienter und umweltfreundlicher. Und in diesem Bereich ist der Green IT Cube zukunftsweisend. Die ständige Bewegung großer Datenmengen auf den Servern verursacht Wärme. Die dadurch notwendige Kühlung macht fast die Hälfte des Strombedarfs herkömmlicher Rechenzentren aus. Im Green IT Cube hingegen macht die innovative Kaltwasserkühlung in den Türen der Rechnerschränke eine zusätzliche Raumluftkühlung überflüssig und spart so Energie. Der Green IT Cube ist eines der ersten Rechenzentren, das mit dem blauen Engel ausgezeichnet wurde. Die 1992 gegründete Firma Vacom, Vakuum, Komponenten und Messtechnik GmbH, gehört zu den führenden europäischen Anbietern für Vakuumtechnik weltweit und zählt somit zu den sogenannten Hidden Champions. Die von Vacom eröffnete Smart Factory arbeitet mit intelligenten Logistikrobotern, ist selbstlernend, selbstregelnd, reaktionsfähig und transparent. Die Digitalisierung hilft uns dabei, Ressourcen zu schonen, nachhaltig zu arbeiten, die Kollegen zu entlasten oder neue Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. Da die Fabrik selbstlernend ist, ist der Prozess zur funktional vernetzten Produktionsstätte noch bei weitem nicht abgeschlossen. Dennoch zeigt die Fabrik schon heute, wie sich Digitalisierung und Nachhaltigkeit vollumfänglich miteinander verknüpfen lassen. Wie kriegen wir die Wirtschaft ökologischer? Ich glaube, dass die Digitalisierung eine große Rolle dafür spielt, weil am Ende halt eben häufig die Hardware schon ausgereizt ist im Laufe der Jahrzehnte und die Fortschritte, was die Ökoeffizienz betrifft, jetzt tatsächlich durch eine bessere Steuerung kommen. Durch Heizungsanlagen, die anhand von smarten Daten rauf und runter gefahren werden können, durch Lichtanlagen, durch ganze Produktionsprozesse, die eben intelligenter gesteuert werden. Und hiermit hat eben die Digitalisierung einen sehr positiven Einfluss auf die ökologische Modernisierung der Wirtschaft. Digitale Infrastrukturen und Technologien sind Teil der Lösung für viele Herausforderungen der Zukunft, wie beispielsweise der Bewältigung der Klimakrise. Voraussetzung dafür ist die Schaffung eines funktionierenden digitalen Ökosystems, bestehend aus effizienten Rechenzentren, flächendeckend ausgebauten Breitbandnetz, Ausbau der 5G-Netze und energieeffizient programmierter Software. Die Branche treibt die Digitalisierung in Deutschland voran und hat dabei auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit vor Augen. Arbeiten Wirtschaft und Politik hier zusammen, bleibt der Standort Deutschland attraktiv und zukunftsfähig und das Internet ein sicherer Ort für superschnellen Datenverkehr, sei es zur privaten oder auch beruflichen Nutzung.